eine Woche noch. Und die Laune ist hier richtig gut. Eine Woche noch, dann ist Fußball-Europameisterschaft. Ja, zu Hause. Willkommen bei Freunden. Fußball-EM. Aber egal, wie das ausgeht, heute haben wir ja schon Comedy-Meisterschaften, also CM. Und jetzt haben wir einen, der für beides brennt. LM. Hier ist Luke Mockridge. Hallo Köln, habt ihr Bock auf die Europameisterschaft im eigenen Land? Ja. Ich hab das geile Trikot, ist das nicht geil? Ja, das ist ein tolles Trikot, Mann. Das ist das Trikot, wo rechtskonservative Medien Angst haben, dass man sofort schwul wird, wenn man das anzieht. Und ich hab's an und stimmt. Ich bin jetzt schwul. Kann man nichts machen, das ist das Trikot, ich kann da nichts für. Ne? Das ist das Trikot. Ich find's auch kacke, wenn diese Medien recht haben, aber... Ich hab gehört, Toni Kroos ist dabei. Ich war direkt, oh, wie groß ist er denn? Ja, ich freue mich auf die EM. Ich hab richtig Hummels im Hintern. Das ist das Trikot. Das ist das fucking Trikot. Es tut mir leid, was soll ich machen? Haben wir denn Fußballfans hier heute? Was haben wir denn hier? Köln? Sehr schön. Gladbach? Schalke? Dortmund? Sehr schön. Saarbrücken! Geil! Du bist das! Saarbrücken! Ey, ich bin Fan des FC Bayern München. So. Und dann kommt noch. Scheiß Erfolgsfan. Und ja, ich bin Erfolgsfan. Aber mir ist der Erfolg scheißegal. Mir ist das egal. Ich verfolge diesen Verein wie so eine Soap. Das ist so wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und ich liebe die schlechten Zeiten. Weil wenn es dann nicht läuft, drehen immer alle durch. Ne? Und solange wir das noch haben, solange wir das noch so ernst nehmen, ne? Fußball so, mein Verein ist besser als deiner. Die Blauen sind besser als Gelb. Solange wir das haben, geht es unserer Welt nicht so schlecht. Weil wir nehmen das so ernst. Und ich liebe es, dass wir das alles so ernst nehmen da. Oder? Weil am Ende, was passiert da eigentlich wirklich? Wir gucken eigentlich nur dabei zu, wie reiche Männer gegen einen aufgepumpten Ball treten. Ja, ihr glaubt, ihr seid Krebsforscher, aber es sind nur Männer, die gehen hin. Mehr passiert da nicht. Du kannst 2 Stunden vor einem Spiel schon einschalten und dann ist da jemand in so einem 3000 Hugo Boss Anzug so, hallo, wir sind heute hier zusammengekommen, weil sehr reiche Männer gegen einen aufgepumpten Ball treten werden. Hier neben mir steht jemand, der das 20 Jahre lang gemacht hat beruflich und seitdem redet er beruflich darüber, dass er gegen einen Ball getreten hat. Du bist Experte, was glaubst du, wird heute passieren? Ja, ich glaube, heute werden Männer gegen einen aufgepumpten Ball treten. Und wir schalten jetzt auch schon los zum Spiel. Da fangen die an zu spielen und oben ist auch so ein Idiot mit so einem Headset, der dann kommentiert. Was so, und jetzt hat der den Ball und jetzt hat der den Ball. Jetzt tritt der gegen den Ball. Der hat früher mal in Spanien gegen den Ball getreten. Jetzt tritt der hier gegen den Ball. Und dann machen die einen mit dem Ball so hart, treten die den ins Tor, dann gewinnen die. Und dann der nicht gewonnen hat, der wird dann so, sie haben den Ball nicht ins Tor getreten. Warum ist das? Ja, wir haben versucht, den Ball ins Tor zu treten. Wir haben jeden Tag trainiert, aber irgendwie haben die anderen das hingekriegt und wir nicht. Ich verdiene 24 Millionen Euro im Jahr, ich weiß auch nicht warum. Es ist so wichtig. Und ich guck mir das an und denk mir so, wer guckt das? Ich. Und ich liebe jede Sekunde davon und das schon seit so vielen Jahren. Ich liebe es einfach, Mann. Ich liebe Fußball, Mann. Wie wichtig wir das nehmen. Aber wir nehmen das sogar so wichtig, dass wir sogar politische Events daraus konstruieren. Ne? Also Fußball ist sogar politisch. Diese WM in Katar, das war ja vergiftet, oder? Da ging es um Menschenrechte. Und die deutsche Nationalmannschaft, die hat sich überlegt, wir müssen ein Zeichen. Die saßen in der Kabine, wir müssen was machen, die sind alle sauer. Wir müssen was machen für Homosexuelle. Vielleicht machen wir 2 Sekunden so. Warum? Ja, keine Ahnung. Welches Affen-Emoji würdest du? Sollen wir das? Was sollen wir? Keine Ahnung. Und dann haben diese 11 Millionäre 2 Sekunden so gemacht und glauben, es bringt irgendwas. Und die Kataris so, ja, wir machen genauso weiter wie vorher. Das ist uns doch egal, was ihr da macht.
Das sind diese Aktionen, die nur auf Instagram gut aussehen und die sonst nichts bringen. Man hätte mich fragen können, ey. Ich hätte die Welt verändert. Mein Vorschlag bei dieser WM in Katar wäre gewesen, als Zeichen für die Homosexuellen auf der ganzen Welt, dass man bei jedem Tor der deutschen Nationalmannschaft als Torjubel Zungenkuss. Die Welt wäre durchgedreht, Mann. Stellt euch das mal vor. Die Katar in ihrem klimatisierten Stadion gucken sich das an. Und dann hast du so eine Flanke von Kimmich und Füllkrug. Puff. Ja, ja, Mann. Ja. Das ist so Einlaufkinder am Rand. Die Welt wird durchgedreht, Mann. Das wäre doch Hammer, oder? Aber keine Ahnung, Mann. Vielleicht sollte man sich einfach auf Fußballspielen konzentrieren. Vielleicht muss das gar nicht politisch sein, ne? Liebe besten Fußballer Deutschlands, hier ist eine Nachricht von den besten Comedians Deutschlands. Beide unsere Berufsgruppen, wir driften seit ein paar Jahren vielleicht irgendwie ab und versuchen damit die Welt zu retten und zu verbessern, indem wir irgendwelche pseudomoralische Scheiße ins Internet und in den Medien rumbrüllen. Vielleicht sollten wir uns einfach darauf konzentrieren, dass ihr gut Fußball spielt und wir gute Gags machen. Ich glaube, so helfen wir der Welt viel, viel mehr als mit dieser Instagram-Kacke. Ich mach mir Sorgen um den Fußball, ne? Weil wir sind Generation TikTok. Ich weiß nicht, ob wir noch 90 Minuten lang einem Spiel voll, jetzt hat der den Ball, jetzt schlafe ich ein. Wir sind Generation TikTok. Wir brauchen alle 7 Sekunden einen neuen Impuls. Ne? Also wenn nach 7 Sekunden irgendwie kein betrunkenes Baby umfällt oder so eine Hydraulikpresse irgendwie Knete zerstampft oder Stefano Zarella Gnocchis macht. Wenn das nicht passiert, sind wir raus. Ne? Deswegen braucht der Fußball neue TikTok-Regeln, damit wir dabei bleiben. Ne? Vielleicht einfach mal neu überdenken. So ab der 20. Minute 4 Bälle rein und gucken, was passiert. Oder 11 Meter müssen nackt geschossen werden. Das wäre eine geile Regel. Wir würden alle mehr Fußball gucken, wenn es nackte 11 Meter gäbe. Da würde keiner das Stadion verlassen bei so einem 3-0 in der 80. Minute. Wir wären alle so, nee, lass mal noch bleiben. Lass mal noch. Kann sein, dass. Und dann, oh, ein Foul im Strafraum. Oh, der Schiri guckt sich noch mal an. Elfmeter, oh Gott, 11 Meter. Und der Schütze zieht sich nackt aus. Das deutsche Spieler faltet die Klamotten. Torwart ist schon nackt, darf aber die Handschuhe anbehalten. Nackter Anlauf. Pff. Latte. Aber der Ball prallt zurück! Der Ball prallt zurück! Dropkick! Tor! Ja! Dankeschön. Ciao.